können wir Seeds verkochen, die wir nicht brauchen. Also Prickleberry Seed, Strawberry Seed, Redweed Seed, Fisherberry, die nicht. Longland Grass Seeds können wir die nicht. Prickleberries werden verbraut. Strawberry Wein wird bloß nicht verkocht. Wir könnten Redweed verkochen, aber nö. So, dann wird jetzt hier ein ganz besonderes Feinmehl produziert. Wir haben hier zwar Prepared Food Barrel. Dort ist Cave Fish Stew und Cow Meat Stew drin, aber jetzt machen wir gesundes Samengemüse essen. Also aus den Samen, die ich hier deklariert habe. Die beiden nicht. Die beiden nicht. Die beiden auch nicht, gell? Nein. Gut, der Rest ist eigentlich egal. Sehr schön. Der Thresher, den ich da bekommen habe, also der hier wird nachher zu meinem Thresh-Ten, der kriegt also den Butcher-Auftrag und den Tenner- und Thresher-Auftrag. Und so weiter. Aber im Augenblick geht alles so seinen gewohnten Gang, wie es gehen sollte. Wir müssen halt gucken, dass die meine Miner so schnell wie möglich das Ding hier leer kriegen. Also das hier gemeinert kriegen, bevor wir dann die Farmen hier oben minern. Und dann alles andere minern. Ja, also wir sind am Anfang von Staffel 2. Es läuft sehr gut bis jetzt. Auch die Planung und alles gefällt mir gut. Das Embarkgebiet, was wir ausgesucht haben. Wir dürfen uns allerdings nicht in Sicherheit wiegen, weil wir dieses Mal die Goblins auf dem Festland haben, nicht auf einer Insel. Weswegen wir so schnell wie möglich hier unsere Verteidigung und alles zusammenbekommen müssen. Und dann sehen wir weiter, dass wir in Richtung autarke Zivilisation kommen. Dass wir Minen anlegen, dass wir ja hier oben unseren Eingang sichern und uns dann irgendwann vielleicht mal an Lavaschmieden trauen. Ja cool, hier werden die Bäume sogar auch herbstlich. So warm ist es hier gar nicht. Auch wenn sich hier Hippos hingetraut haben. Jo. Ey, cool. Es ist fertig. Also machen wir unseren Durchbruch zu unseren Farmbereichen. Ja, das sieht doch gut aus. Zu unseren Farmbereichen. Und dann zu unseren anderen Bereichen. So. Genau, hier geht es jetzt hoch. Und hier sollten wir alles mal leer machen lassen. Und dann sehen wir weiter. Und zwar ist mein Plan, das kann ich ja schon mal im Vorfeld verraten. Wir minern das hier aus. Und machen dann Absenkungen hier rein. In die dann unsere Felder kommen. Die Felder flute ich dann nämlich. Und ich dachte schon, irgendwas hätte gerade pausiert, aber der ist einfach bloß müde geworden. So, hast du aufgehört? Ja, du hast aufgehört. Also brau mir bitte. Weiteres Zeug. Was ist eigentlich das andere, was man da machen kann?
Extract from Plants. Make Meat, mach Met. Ja, das wäre dann so das Deluxe-Zeug. Dafür bräuchten wir allerdings Bienen. Also ja, wir haben Bienenstöcke hier in der Nähe. Colony of Bumblebees und Honeybees. Also Hummeln und Honigbienen. Ich weiß gar nicht, ich muss mal dazu irgendwas... Ja, ein Hive bauen. Ja, Bienenzucht ist auch so ein Thema, mit dem ich mich dann mal später irgendwann beschäftigen könnte. Aber im Augenblick... Achso, du bist nicht ausgegraben. Ich dachte schon, warum ist da auf einmal die Treppe braun? Ha, und das sieht sogar sehr gut aus, was wir an Essen und Trinken haben. Kanalgebräu, okay. Abwasser, Tunke. Nö. Sehr, sehr toll, sehr appetitlich. Was sagt Others? Immer noch nur Krähen. Also die Hippos haben sich wohl wirklich total dünn gemacht. Zeig mir mal kurz Docs, was wir so jetzt an Crafts haben. Das müsste auf der zweiten Seite zu sehen sein. Ja, doch schon ein bisschen was. Wurden Bin nochmal 10 Stück. Und ja. UMQ Rock Blocks 20 Stück, so. Dass wir dann mit Mauern bauen und so weiter beginnen, schon früh genug beginnen können. Und uns wenigstens ein bisschen absichern können. Und es wird wirklich immer herbstlicher hier draußen. Guckt euch das an. Also ich finde das schön, dass sie sowas eingebaut haben, dass die Bäume ihre Farbe wechseln. Some haggard-looking migrants have arrived. Und wir haben wieder Migranten. Eins, ein Kind. Was? Ist das jetzt euer Ernst, dass wir nur gerade mal einen Migranten gekriegt haben? Ein Farmer. Was hast du denn für Fähigkeiten? Pressing, Milking, Shearing. Okay. Super. Bin ich echt begeistert von. Ja, räumt mir hier mal alles frei. Wir haben ja jetzt wieder Zeit gewonnen, dadurch, dass wir so viel zu trinken haben. Das Essen dürfte gerade auch noch so reichen, bis die erste Karawane kommt. Trinken ist Zwergen ja wichtiger als Essen. Aber ja, es sieht alles ganz gut aus. Bin zufrieden. Es liegen zwar noch ein paar einzelne Steine rum, vor allem hier unten. Aber nachher haben wir eh ziemlich große Lagerräume mit Steinen. Werde ich 8 Steinstockpiles wahrscheinlich unten hinbauen. Also für meine Stonecrafter welche und für meine Masons welche. Und die Masons kriegen halt nur von diesem, von diesen, von diesen Stockpiles, so, jetzt ist mir das Wort wieder eingefallen, mir kann mir gerade das Wort entfallen, von diesen Stockpiles dann die Steine. Und dann gucke ich, dass nur graue
von der Farbe her graue Steine auf diesem Stockpile landen. Ja. Wir haben wirklich nur zwei Zwerge gekriegt. Gut, damit kann ich leben. Die saufen mir daneben nicht so schnell das Zeug weg. Jetzt haben wir allerdings nichts mehr zu... keinen Platz mehr für Zeug zum Verbrauen. Hm? Jo. Sobald wir das erste Mal gehandelt haben, suspende ich auch den Crofts Dwarfs Workshop Task, dass der Mason mir Steinblöcke machen kann. Und dann sehe ich weiter, wie ich mit meinen Zwergen vorankomme. Werde ich vor allem Dingen mal Wokpots in Auftrag geben fürs Essen als Alternative, weil das Holz, das brauchen wir ja eigentlich. Und es ist draußen alles rot geworden an Bäumen. Aber hier fliegt doch was. Soll das Laub sein? Fireflies, Glühwürmchen. Och, wie süß. Das meine ich ernst. Auch wenn das vielleicht jetzt gerade etwas sarkastisch klang. Aber ich finde das toll, dass hier Fireflies rumfliegen. Und Raben. Also ja, von den Raben werden wir wahrscheinlich so schnell keine Ruhe haben. Und der Reim war nicht beabsichtigt. Eidlers? Wieso habe ich da... Wieso bist du eitel? Wieso machst... Ah, du bist on break. Okay. Eigentlich solltet ihr da ordentlich schaffen, Malochen, arbeiten. Und ja, ab dieser Ebene können wir uns wirklich frei entfalten. So ziemlich frei entfalten halt. Da kommt dann, wie gesagt, hier in die Ecke werde ich alles wegholzen und dann einen Zugang zu meinem Refuse machen. Und den natürlich dann auch wieder übergittern mit Steingittern. Ansonsten ist es ganz gut. Aber ja, wir kommen voran. Denke ich mal. So. Plan für die nächsten Folgen ist, also für die nächste Aufnahmesession besser gesagt, ist hier auf jeden Fall die Farm fertig kriegen. Dann das hier fertig machen, dass wir hier Essen, Trinken lagern können und hier unten schon mal den Speisesaal beginnen. Und da müssen wir halt noch einen Stockwerk tiefer gucken, dass wir die Betriebe beginnen. Aber erstmal will ich die Farmen laufen haben, dann will ich meine Verteidigung etwas ausbauen. Sicher ist sicher. Und ja, dann sehen wir weiter, was auf uns zukommen mag. Und ich hoffe mal, dass ich es in dieser Staffel auch mal hinkriege, euch den Therapist und das Starterpack zu zeigen. Weil das hatte ich mal in der ersten Staffel versucht, aber... Das Desktop-Aufnahmeprogramm, was ich dazu genommen habe, das war nicht ganz so toll. Deswegen gucke ich mich nach einem neuen um und dann zeige ich euch das bei Gelegenheit auch mal als so Zusatzfolge, die dann 30.b heißt oder so ähnlich. Aber ja, ich mache mal kurz Pause und verabschiede mich erstmal von euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt schon mal Vorfreude auf unsere kommenden Projekte hier in unserer neuen Festung und freut euch schon darauf zu sehen, wie die Goblins uns an den Kragen wollen. Also, bis dann!